Hi Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar ist die Pinkbox angekommen. Und zwar dieses Mal ist es die Jolie Pinkbox. Also die Jolie for Pinkbox heißt, steht vorne drauf. Ich finde das Design sehr, sehr schön, ansprechend. Und natürlich war dann auch die Jolie für August da drin. Das ist ja jetzt die Pinkbox Juli, glaube ich. Ja, genau. Juli, das ist das August-Magazin schon. Und ja. Dann waren noch zwei Produkte außerhalb der Pinkbox mit dem Karton, weil es einfach nicht passt, das in die Pinkbox reinzuquetschen. Und zwar einmal das Batiste Trockenshampoo, passend zu meiner Haarfarbe momentan, Strength and Shine. Ich weiß nicht, ob das eine neue Sorte ist. Ich finde es ganz toll. Ich finde die Batiste Trockenshampoos genial. Und ja, ich werde mal es austesten. Ich würde es mir theoretisch jetzt auch im August mit auf Wacken nehmen, wenn ich nicht noch das Trockenshampoo von Lush aufbrauchen möchte. Aber ansonsten wäre das auch ein super Tipp für Festivals. Dann auch etwas super Praktisches, super zum Ausprobieren auf jeden Fall. Die Body Lotion Spray and Go Honigmelone und Jasminduft von Duschdass, das war auch nicht mehr in die Pinkbox gepasst, ist auch riesig. In dem Batiste Trockenshampoo sind übrigens 200 ml drin, hier sind 190 ml drin. Ich weiß nicht genau, ich denke mal, ich werde mir eher meine Bodylotion aus dem Project Pan mitnehmen, beziehungsweise mir da so einen großen Pott abfüllen, weil ich die Flasche an sich nicht mitnehmen möchte, sondern lieber mich aus einem Pott eincremen möchte, wenn ich unterwegs bin. Das wäre aber auch wieder ein super Festival-Tipp oder generell Tipp für Reisen. Zwar kann man es nicht mit in den Flieger nehmen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man unterwegs ist, hat man weniger Zeit, sich wirklich einzucremen oder so. Und da ist dann eine Spray-and-Go-Bodylotion eventuell ganz gut. Dann machen wir endlich hier die Pinkbox auf. Diesmal hat sie nicht mal ein klassisches pinkes Band, sondern diesmal ein rotes Band. Finde ich auch gut. Dann habe ich endlich mal ein rotes Schleifenband. Ich liebe diese Schleifenbänder einfach. So. Dann reißen wir mal die Folie auf und legen das Kärtchen zur Seite. Und ärgern uns, dass wir jetzt schon wieder kein Papier mit einmal direkt nebendran haben. Einen Moment. Nichts dergleichen gezeigt. So, dann auch noch ein großes Produkt, was ich hier rausfische, und zwar von Anatomicals. You need a blooming shower, your nose smells rose body cleanser. Your nose smells rose body cleanser. Okay. Das ist also von Anatomical, irgendwie so ein gelb-pinker Duschgel-Dings. Es ist auf jeden Fall parabenfrei. Ja, ich glaube, das ist halt diese Sorte, das da. Und ich rieche mal dran. Also mir würde jetzt der Duft nicht so ganz zusagen. Er ist halt ein bisschen blumig, aber nicht so fruchtig blumig. Und ein fruchtiger Duft würde mir eher zusagen, aber dennoch ein schöner Duft. Und es sind 250 ml drin und ja, ganz schön. Dann haben wir zwei Sachen von Salthouse Luxus, Totes Meersalz und Ölkörperpeeling, Granatapfel und Prosecco Traube. Okay, finde ich beides ganz schön und es fühlt sich irgendwie nicht sehr grob an. Also wenn man jetzt hier so drückt, das sind beides recht so mußige Konsistenzen. Also man merkt schon, da sind kleine so wie Sandkörner drin, aber nichts Gröberes. Mit Körperlotion-Effekt ohne Eincreme. Das ist bei beiden. Bei dem mit Granatapfel steht nicht neu drauf. Bei dem Prosecco-Traube schon. Ja, für glatte, samtweiche Haut, für revitalisierte, samtweiche Haut. Es sind 35 ml jeweils drin. Ich glaube, das reicht so für ein, zwei Anwendungen. Genau, und man muss halt aufpassen, steht auch direkt drauf, dass es rutschig werden könnte in der Dusche. Und ja, zwei schöne Peelings. Ich bin ja sowieso ein Peeling-Fan. Und ja,
ein schönes Produkt. Dann ein kosmetisches, also ein dekoratives Produkt von Lord & Barry. 20.100 Maxi Matte Crayon Lipstick Intimacy Color. Hat der auch eine Farbbezeichnung oder ist das dieses 20.100? Okay, auf jeden Fall ist es halt so eine Farbe. Ich habe meinen Stift, ich will ihn jetzt nicht swatchen, aber es ist ein Rosen... Ich kann ihn auch mal swatchen. Also es ist auf jeden Fall so ein Rosenholzton. Und ja, finde ich einen ganz schönen Ton, kann man gut tragen. Er ist jetzt nicht long-lasting in dem Sinne, er ist aber trotzdem recht wischfest. Wobei bei einem bisschen Rubbeln er auch abgeht. Ja, aber an sich ein schöner Lippenstift und ich mag irgendwie diese Stifte auch total. Also klar sind, wenn man unterwegs ist, so Lippenstifte zwar cooler, aber diese Lip Crayons, die muss man zwar anspitzen und das ist schon irgendwie nervig, aber gerade wenn es wärmer ist, kann man die besser mitnehmen, ohne dass sie schmelzen. Genau, und dann haben wir ganz viel Gefussel, bis wir dann zu dem Werbematerial kommen. Und zwar haben wir hier 10 Euro Rabatt bei der Luxury Box und bei der Sunny Care Verwöhnbox. Finde ich beides nicht so toll. Dann haben wir hier einen 10 Euro Gutschein von Foodist und dann ein Salt House Flyer mit noch mehr Produkten von Salt House. Ich kenne diese Salt House Produkte also fast gar nicht, ein bisschen vom Sehen, aber noch nie ausprobiert. Und ja, also das sind diese zwei mit den Boxen. Das mit dem Totes Meer und das. Diesmal gar nicht so viel Werbung und das finde ich auch gut. Und dann packe ich jetzt mal dieses ganze Gefussel wieder in die Box, damit es ja nicht durch die Gegend fliegt. Also da muss ich ehrlich sagen, verpackungstechnisch, das ist auch bei der Brand Mousse Box immer so, ja, nicht immer so das Optimalste, wenn man nicht putzen möchte, direkt nach dem Auspacken der Box. Aber gut, so, dann... Wir haben 5 Produkte und zwar einmal Duschdas. Diese 190 Milliliter Bottle kostet einfach 4,30 Euro und das finde ich echt heftig für so viel Körperlotion. Aber man darf ja nicht überlegen, nicht vergessen, dass es ja so ein Spray ist. Das Trockenshampoo von Batiste, die sind einfach teuer, die kosten 5 Euro pro Stück und da sind ja 200 Milliliter drin. Dann das Salt House Luxus sind dann... ich weiß jetzt nicht, ob das beide sind oder ob das jeweils eine 2,98 Euro kostet. Aber mir wird hier angegeben 2,98 Euro für 2x35 Milliliter. Also denke ich, dass die so etwa 1,50 kosten einzeln. Dann ein richtig teureres Produkt ist dieses Lord & Barry. Das kostet, dieser Stift alleine kostet schon 18 Euro. Und ja... Dafür, finde ich, sieht er gar nicht so hochwertig aus. Ich finde, ja, ich finde, er sieht einfach nicht nach 18 Euro aus. So, dann das Anatomicals Duschgel You Need a Blooming Shower. Ah. Okay. Also. Die Marke ist Tomicals, das wusste ich schon. Dieses You Need a Blooming Shower ist anscheinend die Sorte. Und das andere ist eine kleine kurze Beschreibung quasi. Das Duschgel kostet so, wie es ist, auch 5 Euro. Ich muss ehrlich sagen, diese Box ist eine recht teure Box, wenn man überlegt, es gibt bis auf die Masken, Peeling-Masken meine ich, sage ich schon, nein, also bis auf die Peelings, kostet alles so 4 Euro aufwärts. Und alleine schon dieses Produkt ist teurer als die Box an sich. Also ich habe jetzt Minimum den doppelten Wert der Box auf jeden Fall raus. Und ich freue mich über die Produkte. Sie sind alle super toll. Ich kann mit allen was anfangen. Es ist selten, dass ich wirklich sage, boah, ich brauche alle von den Produkten. Aber ja, das ist eine super tolle, gelungene Pinkbox, würde ich sagen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.